Ich hoffe, unser kleiner Spaziergang hat euch ein wenig aufgewärmt. Ich will nicht lange reden. Ihr habt es ja gehört. Ich freue mich auf das, was Tatjana noch nicht so richtig sagen durfte. Ich möchte es gerne noch mal wiederholen. Und Tatjana, bitte, komm her. Wir freuen uns ganz besonders, dass du heute hier bist. Nicht nur als Besucher, sondern auch als Redner. Danke. Danke, Lothar. Ja, guten Abend, Sebnitz. Liebe Patrioten, ich sag's mal auf Sächsisch. In den letzten zwei Wochen sind Sandro und ich tausende von Kilometern durch Europa gerammelt, um Pegida ins Bewusstsein unserer europäischen Nachbarn zu bringen und die patriotischen Kräfte zu vernetzen. Erst ging es auf Einladung des Instituts Iliad nach Paris und dort durfte ich auf diversen Podiumsdiskussionen und in vielen Gesprächen unsere Pegida vorstellen. Französische Intellektuelle und Politiker, unter anderem der Generalsekretär des Front National, alle schauen voller Anerkennung und Bewunderung nach Dresden und nach Sachsen. Sie schauen auf euch, die ihr so mutig, ausdauernd hier die Stellung haltet für die Freiheit in Europa. Der Höhepunkt war dann ein Kongress in Paris und nachdem dort ein Film gezeigt wurde, den Pegida-Unterstützer in Dresden gedreht haben, konnte ich ein paar Worte an die 1200 Teilnehmer richten. Und ich habe an den inneren Rebellen der Franzosen appelliert und sie aufgefordert, es euch, den treuen Pegidianern, den mutigen Sachsen gleich zu tun. Und es gab wirklich stehenden Applaus, der euch allen gilt. Und das Gleiche gilt für Polen. Das konnten wir in Breslau erfahren. Aus der anfänglichen Skepsis gegenüber den Deutschen entwickelt sich inzwischen eine tiefe Verbundenheit. Die Polen lieben das ausdauernde, wöchentliche Engagement jedes Einzelnen von euch gegen die Islamisierung und die Diktatur globaler Eliten. Am letzten Samstag haben sich dann in Spanien drei konservativ-freiheitliche Parteien zu einer zusammengeschlossen. Sie trägt den Namen Respeto, das heißt Respekt. Und ich war als Vertreterin wieder von euch allen dort eingeladen, die Eröffnungsrede auf diesem Parteitag zu sprechen. Und es sind so wie hier im höchsten Maße ehrenvolle Menschen, die sich auch in Spanien für ihre nationale Souveränität, für spanische Identität, für die klassische Familie und die Rechte der Mittel- und Arbeiterklasse einsetzen und sich der Islamisierung Spaniens widersetzen. Auch in Spanien erfährt Pegida, erfährt also euer ausdauernder Widerstand gegen die Regierungspolitik allerhöchste Wertschätzung. Und bitte, liebe Patrioten, seid euch dessen bewusst, dass wir hier in Sachsen eine der wichtigsten Bastionen des Widerstands in Europa sind. Dass wir es sind, die jede Woche sichtbar, Woche für Woche, den geplanten ethnischen Selbstmord Europas uns dagegen stemmen. Ihr alle hier werdet in Europa bewundert. Ihr alle seid das leuchtende Vorbild. Ihr alle seid die mutigen Helden und die edlen Freiheitskämpfer für Europa. Und ganz Europa verbindet Hoffnung mit Pegida. Denn Pegida wird als echte deutsche Volksvertretung, als Gegenstimme zu unserem Politikkartell genau beobachtet. Und damit ist Pegida auch eine Vorfeldorganisation europäischer Parteien. Denn Pegida legitimiert den politischen Kurs eines Viktor Orban, eines Geert Wilders, einer Marine Le Pen und der polnischen Regierung stellvertretend für das deutsche Volk.
Tja, und während die internationalen klugen Köpfe auf uns nach Sachsen schauen, trifft sich demnächst eine ganz spezielle Bande in unserem Dresden, die Bilderberger. Die Mitglieder dieser Bilderberger-Konferenzen bereiten wichtige politische und wirtschaftliche Entscheidungen vor, ohne jede demokratische Legitimation und ohne öffentliche Kontrolle. Niemandem ist erlaubt, darüber zu sprechen, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Auch die Medien sind eingeladen, aber sie berichten nichts. Ist das nicht interessant? Rund 150 super wichtige Leute treffen sich 4 Tage lang und nichts dringt an die Öffentlichkeit. Und jetzt, in diesem Jahr, treffen sich die Bilderberger ausgerechnet in Dresden, in der Heimatstadt von Pegida, in der Hauptstadt des Widerstands in Deutschland. Vom 9. bis zum 12. Juni tagt diese Bilderberger Clique im Kempinski-Hotel, direkt in unserem Revier. Und das ist absolut kein Zufall. Sie planen es genau dort, weil sie nirgendwo anders besser zeigen können, dass sie die Meinung der Menschen in Europa einen Dreck interessiert. Es ist eine Konfrontation und nicht nur gegen Pegida, es ist auch ein Angriff auf den europäischen Widerstand. Die Bilderberger gehören genau zu den strippenziehenden globalen Eliten, gegen die wir kämpfen. Und diese Leute senden nun eine Botschaft an uns alle. Diese selbsternannten Eliten wollen uns zeigen, wir scheißen auf euren Widerstand. Wir scheißen auf eure Demonstrationen. Wir scheißen auf Pegida. Wir tun, was immer wir tun wollen. Und ihr blöden, schuldkomplex beladenen Deutschen habt es gefälligst zu akzeptieren. Wir Eliten spielen unsere Spiele wann immer und wo immer wir wollen. Es ist eine Lektion, die sie uns verpassen wollen. Wenn die Reichsten dieser kranken Welt ihre Muskeln spielen lassen, dann haben wir gefälligst den Mund zu halten. Und wie diese versteckten Strippenzieher hinter den Kulissen herrschen und bereits die Weltpolitik bestimmen, haben wir in diesem sogenannten EU-Türkei-Deal gesehen. Und Merkel ist dabei nur eine Erfüllungsgehilfin. Sie bekommt ihre Aufträge inklusive fertiger Pläne von mächtigen Globalisten, wie diesem Finanzmogul George Soros. Soros, die Bilderberger, die EU-Mafia, globale Konzernkartelle und vor allem die im Verborgenen agierenden Hochfinanzkönige. All diese Gottspieler haben uns, den Menschen in Europa, nichts anderes als den Krieg erklärt. Erinnert sich noch jemand an die ZDF-Sendung Die Anstalt, in der pelzig an der Tafel die unfassbaren Verstrickungen von Goldman Sachs in die globale Politik aufzeigte? Mit jeder Verbindungslinie, die er malte, wurde einem schlechter und schlechter. Es ist höchste Zeit, dass wir über die Islamisierung hinausschauen und die Verursacher beim Namen nennen, denn sie offenbaren sich immer deutlicher. Ein Soros gibt ja quasi offen zu, dass er die Flüchtlingskrise mitkreiert, um so die europäische Zentralregierung, eine europäische Diktatur, einzuführen. Aber ich sage euch eins, ihr werdet nicht gewinnen, nicht gegen die vereinten Europäer. Denn ihr alle seid nur arrogante, anmaßende Zombies mit Allmachtsfantasien. Schaut in den Spiegel, ihr seht alle gleich zerfurcht und seelenlos aus. Und ihr seid nicht viele, ihr seid ein paar Menschen mit psychopathischen Symptomen, die von ihrem eigenen herrlichen Selbst besoffen sind. Und ihr Gottspieler, ihr braucht eure Meetings, eure Bilderberger, eure NGO-Schachspiele wie die Junkies die Nadel. Euer narzisstischer Größenwahn existiert aber nur in euren Köpfen. Ihr braucht einander, um euch in eurer Größe gegenseitig zu bestätigen. Aber ihr seid nicht groß, weil wir uns weigern, euren Egos zu applaudieren.
In unserer Wahrnehmung, in unseren Köpfen werdet ihr nie den Einfluss gewinnen, den ihr braucht, um eure Sucht nach Ruhm und Macht zu befriedigen. Geht und spielt mit euch selber, aber ihr werdet nie unsere echten europäischen Seelen und Herzen erreichen. Und ihr könnt... Und ihr könnt darauf wetten, wir werden eine Vision eines freien Europa bauen. Die Vision eines Post-EU-Europa, die Festung Europa. Und lasst mich noch einen Gedanken spinnen. Linke und Rechte. Ja, na klar, wir befinden uns im Krieg. Aber in jedem Krieg gibt es die gute Sitte, einen zeitweiligen Waffenstillstand zu vereinbaren. Schaffen wir es, also die alten Linken und die neuen Rechten, eine solche Waffenruhe zu vereinbaren, weil wir mit den Bilderbergern einen gemeinsamen Feind haben? Schaffen wir es, für diesen Zeitraum uns zusammenzuschließen und unsere gegensätzlichen Positionen mal für eine Woche lang in den Hintergrund zu rücken? Weil wir gemeinsam gegen diese globalen Gottspieler aufbegehren und Gesicht zeigen? Oder ist das nicht möglich? Irgendwie schwer vorstellbar, weil ja sonst die Antifa für die Bilderberger kämpfen würde. Ich gebe zu, das ideologische Dilemma liegt auf der linken Seite. Aber wenn es zu einem Zusammenschluss kommt, seid sicher, dass von unserer Seite keine Häme kommt, sondern im Gegenteil Anerkennung. Und jetzt komme ich noch zu etwas anderem. Wie einige von euch vielleicht schon gesehen haben, am Pfingstmontag, dem 16. Mai, findet in Dresden eine Veranstaltung von Festung Europa statt. Ganz wichtig, Pegida findet an dem Montag nicht statt. Und es ist also keine Konkurrenz zu Pegida. Doch Gesicht zeigen ist auch an diesem Tag in Dresden möglich. Bei der europaweiten Bürgerbewegung Festung Europa, der nächsten Entwicklungsstufe des Widerstandes über Deutschland hinaus. Die konkrete Gefahr, die unserer Freiheit, unseren Werten und unseren reichen, vielfältigen Traditionen, also unserer europäischen Kultur droht, lässt sich nicht mehr verdrängen. Dieser Gefahr stehen wir national isoliert fast wehrlos gegenüber. Denn unsere eiskalten Politiker sind dabei, uns zu verraten und zu verkaufen. Umso wichtiger ist der Zusammenschluss aller patriotischen Kräfte in Europa. Dazu haben sich bereits im Januar Vertreter von 14 Nationen in Prag zur Festung Europa gefunden und die Prager Erklärung unterzeichnet. Inzwischen sind viele neue, starke Partner hinzugekommen. Wir alle kämpfen für ein Europa der Menschen und lehnen ein Europa der EU oder globaler Machteliten zutiefst ab. Die Festung Europa braucht ein starkes Fundament. Und dieses Fundament kann nur mit selbstbewussten, komplex befreiten Deutschen errichtet werden. Deutschland liegt nun mal im Zentrum Europas. Doch wir Deutsche sind ein zutiefst verunsichertes Volk. Unser identitäres Empfinden wird durch fortlaufende Umerziehung zerstört. Wir haben nichts, auf das wir stolz sein dürfen. Wir werden beherrscht vom schlechten Gewissen und unsere Obrigkeiten und ihre Kollaborateure, die Medien, verordnen uns die Haltung des ewigen Büßers. Und den ersten Schritt haben wir am 9. November bei Pegida vollzogen. Wir erklärten den deutschen Schuldkomplex ganz offiziell für beendet. Ganz klar, rational und logisch begründet. Doch diese überfällige Befreiung der uns zu Unrecht aufgezwungenen Verantwortung für die Verbrechen der Nazizeit
kann nicht nur im Verstand geschehen. Es geht auch um die Befreiung der verletzten deutschen Seele. Und deshalb laden wir euch alle ein, am 16. Mai um 15 Uhr nach Dresden zu kommen, ins Zentrum des deutschen und europäischen Widerstandes, zur vielleicht wichtigsten Veranstaltung für den Zusammenschluss der wahren Europäer. Es geht um gegenseitige Wertschätzung, um das Erwecken von Identität und es geht um das Verzeihen. Denn was wir, die echten Europäer, brauchen, ist ein starker, ein europäischer Chorgeist, ein Zusammenhalt, ein Kampfgeist, der nicht durch alte, verborgene Feindseligkeiten geschwächt wird. Europa muss mit vereinten Kräften bis aufs Blut verteidigt werden, wie einst vor den Toren Wiens. Lasst uns am 16. Mai in einem symbolischen Akt diesen Bund schmieden, um gemeinsam im Schulterschluss für den Erhalt unseres Kontinentes zu kämpfen. Und lasst uns gemeinsam Hoffnung schöpfen. Bitte seid auch ihr dabei. Vielen Dank.